Hallo zusammen, herzlich willkommen hier zurück zu Heaven's Hope. Ich glaube, ich habe letzte Folge meine Chance vertan, hier bei Fendi diese blöde Liste zu holen. Ich werde jetzt mal probieren, dass ich den Fendi irgendwie noch nach hinten bekomme. Guck mal, hier geht's auch irgendwie weiter, das habe ich gerade noch gesehen. Wo geht's denn lang? Nein. Wo geht's denn da noch hin? Guck mal, einer. Es sind schon... Achso, Steinkreise, ne? So ein grünes, seltsames, fluffiges, flächiges Gewächs. Auch genannt Moos, richtig. Eine Steinplattform mit einem Loch in der Mitte. Sehr mysteriös, hier muss auch was rein. Ein sehr alter Stein. Ein sehr alter Stein. Ach schade, jetzt hätten sie sich ja was anderes noch überlegen können. Hier hinten ist auch eine Fläche. Ein sehr alter Stein. Ja, okay, sehr gut. So ein grünes, seltsames, fluffiges, flächiges Gewächs. Und lass mich raten, ein sehr alter Stein. Ja, ein sehr alter Stein. Gut. Das war's, das? Das geht manchmal so schnell. Komm, wir klicken nochmal. Verstehe. Aber es geht ja hier rechts noch weiter. Wow. Keep out, also draußen bleiben. Eine sehr alte Mühle. Oh, Wein. Komische rote Früchte. Weintrauben vom Baum. Die nehme ich mal mit. Trauben, mhm. Komische rote suppige Früchte heißen, glaube ich, Trauben. Also dafür, dass... Also die Engel kriegen echt nichts mit, ne? Was hier so auf der Erde passiert. Die verschließen irgendwie ihre Augen und keiner weiß eigentlich genau, was hier unten vor sich geht. Das ist echt super. Sollten sie nicht eigentlich über uns wachen? Das sieht irgendwie nicht so einladend aus. Da kann man Tatsache rein. Oh oh. Keep out und okay. Das sieht irgendwie nicht so einladend aus. Das... Komm rein. Rein mit dir. Das... Ihr habt dich nicht so. Taluriel. Willst du vielleicht Max vorschicken? Das... Hätte ja sein können. Ah, Tatsache, das ist hier... Ah, ich dachte, man kann das vielleicht anschauen, wenn man Doppelklick drückt. Aber nein, ist leider nicht so. Ich dachte, ich probiere es mal. Ich muss jetzt noch von Fendi, muss ich diese Liste bekommen. Fendi. Wie kriege ich ihn nochmal dazu, dass er sich nach der Ziege umschaut? Hallo Karim. Sei gegrüßt, Fendi. Fendi, mein Freund. Hast du das gesehen? Ja, stimmt. In der letzten Folge ist halt hier so ein Schatten vorbeigehuscht. Hast du das gesehen? Was denn? Da, hinter dir. Wieder diese Ziege? Ja. Ich leih sie mir mal aus. Aber nur kurz. Hey, Fendi. Da war keine Ziege. Was, oder echt? Hab ich sie verpasst? Ja. Du hast sie verpasst, natürlich. Karims Kundenliste, die ich nur mal ausgeliehen habe. Hier steht, er hat bisher was von dem Koffeinshampoo an Bill, an Magnus und an Bartholomäus verkauft. Bartholomäus ist der in der Kirche. Magnus ist der, glaube ich, in der Bar. Und Bill, wer war denn... Ach, Bill ist der an dem Hof. Ja, das könnten wir mal... Oh, warte, dann nehmen wir mal die Karte zur Hand. Zum Bauernhof, das ist Bill. Obwohl ich den Harald genannt habe, oder? Schau mal, der schleicht sich aber leise aus der Scheune. Aber ist das doch seine eigene? Und da kommt so ein komischer Geruch aus der Scheune. Der macht einen ja ganz duselig. Ja, was versteckt denn der Bill hier? Verschlossen. Bill, was ist los? Hast du Tote drin, hallo, oder was? Hallo, Bill. Hallo, Taluriel. Wie kann ich dir helfen? Hast du ein paar Leichen um die Ecke gebracht, oder wie? Also ein paar. Was machst du denn da in der Scheune? Und? Was machst du so in der Scheune? Nichts. Dabei ist das Wetter ja so schön. Nicht wahr? Hey, Fila, ich glaube, meine Theorie ist, er
brennt dort Zeug. Also er ist Schnapsbrenner. kennst du eigentlich Magnus oder Bart? Bill, sag mal, kennst du eigentlich einen Magnus oder einen Bart? Klar kenne ich die. Magnus ist unser Bibliothekar und meistens in der Bibliothek zu finden. Und Bart, also eigentlich Bartholomäus, ist unser Priester und meistens in der Kirche. Nochmal so by the way, hast du zufällig ein Shampoo gekauft? Hast du eigentlich mal eine Flasche Koffein-Shampoo gekauft von diesem Karim? Diese Wunderkur? Was sollte ich denn bitte damit anfangen? Ich brauche mich in meinem Alter doch nicht mehr aufzumöbeln. Ist ein Koffein-Shampoo nicht auch für Haarwuchs oder so? Ich sag's ja nur. Bist du dir sicher? Bist du sicher? Kann es sein, dass du nur vergessen hast, dass du so eine Flasche von diesem Koffein-Shampoo gekauft hast? Na hör mal, so alt bin ich auch nun nicht, dass ich das einfach so vergessen würde. Ja, aber ich habe hier zufällig deinen Namen auf dieser Liste. Bist du dir ganz sicher? Hier auf der Kundenliste von Karim steht nämlich dein Name. Ach so, Flasche. Warum sagst du das denn nicht gleich? Wenn du es keinem erzählst, dann sage ich dir, was ich damit gemacht habe. Ich verspreche es, hoch und heilig. Meine verstorbene Frau Stacy, Gott hab sie selig, meine Liebe, hat einen wundervollen Eintopf gemacht. Ich habe es nie wieder geschafft, dass er so schmeckt wie bei ihr. Und irgendwann ist mir dieses Koffeinshampoo in den Eintopf gefallen. Und du glaubst es nicht, aber jetzt schmeckt er genau wie von meiner lieben Stacy. Als wäre sie noch immer bei mir. Ach so, die Flasche. Die Flasche brauchst du denn ja nicht mehr, oder? Kann ich die haben? Klar. Ich habe den Eintopf ja auch schon auf dem Feuer. Und die Flasche ist leer. Hier hast du sie. Mist, das ist die falsche Flasche. Kein Bauplanschnipsel drauf. Karim muss den Schnipsel auf eine der anderen beiden Flaschen geklebt haben, die er an Magnus und Bartholomäus verkauft hat. War ja klar. Ja, na oder sie steht noch bei den 27 anderen Flaschen. Hat er da wirklich Koffein-Shampoo in seinen Eintopf gemacht? Ja, vielleicht wurde es ja haarig von innen oder so. Ich geh da mal. Pfui. Das müsste ja dann wohl der ganz links sein hier, ne? Und was ist jetzt in der Scheune? Dieser widerlich stinkende Eintopf von Bill. Oh. Mit Koffein-Shampoo. Nein, der ist heiß. Den kann ich nicht einfach so mitnehmen. Ja, ich dachte ja. Was ist denn ja eigentlich mit dem, ne? Mit dem Gewehr? Huch. So eine komische Klappe. Ach nee, da ist es. Das ist die Klappe. Sag mal, Max, hatte ich das schon mal? Da kann das Fellknäuel auch nichts ausrichten. Ich wollte es nur mal probiert haben. Ach, hier nochmal Leertaste. Hier ist noch der Schrank. Mhm. Gut, dann gehen wir jetzt raus. Und was ist jetzt mit Bills Scheune? Die kriegen wir auch so nicht auf. Petrus Schlüssel. Der wird wohl einfach nur bedeutend sein für die Statue, ne? Verschlossen. So wirklich rausrücken tut er mit der Sprache ja auch nicht. Na gut. Bild-Shampoo-Flasche. Wir gehen mal zu Bartholomäus. Das ist der Platz. Und dann noch Magnus. Der Bibliothekar. Alle mit Glatze, ne? Ich glaube, der Bartholomäus hat auch eine Glatze, ne? Besonders die brauchen ihr Shampoo. Ja, ich sag's ja. Hallo, Pater Bartholomäus. Hallo, Talorel. Sag mal, hast du zufällig ein Koffein-Shampoo von Karim gekauft? Von Effendi? Hast du vielleicht etwas von diesem Koffein-Shampoo von Karim gekauft? Ja, in der Tat. Magnus hatte mir das als Mittel gegen diese lästigen Papierflöhe empfohlen. Koffein-Shampoo als Mittel gegen Papierflöhe? Ja, ich habe ihn getroffen, als er gerade mit dem Koffeinshampoo von Karim kam und ihn gefragt, wofür er das braucht. Da hat er mir erzählt, dass er das gegen die Papierflöhe in der Bibliothek einsetzt. Papierflöhe? Ja,
Und da meine Kirchgänger sagten, sie würden von irgendetwas gebissen, wenn sie in die Messe kämen. Und deswegen würden sie im Moment nicht kommen. Da dachte ich mir, die Gesangsbücher hätten vielleicht auch Papierflöhe. Und hab es mal ausprobiert. Aha. Ja, aber das war ein Fehlschlag. Außer, dass die Gesangsbücher komisch riechen und ganz fleckig sind, hat das nichts gebracht. Und hast du denn aber noch die Flasche? Hast du die Flasche von dem Koffeinshampoo denn noch? Nein, die habe ich weggeschmissen. Ach, ich könnte die gut brauchen, weil... Psst, Talorel. Erzähl ihm lieber nichts vom Bauplan. Du weißt nicht, wie er zur Inquisition steht. Ich sammle Flaschen. Ja, und das ist so eine absolut außergewöhnliche Form. Die habe ich noch nicht. Also, wenn das so ist... ich habe sie in die Mülltonne in der Kneipengasse hinter der Kirche geschmissen. Du kannst ja mal schauen, ob sie noch da ist. Tja, Talorel, jetzt musst du wohl. Was hältst du denn von der Inquisition in Heaven's Hope? Was hältst du denn eigentlich davon, dass Greta in Heaven's Hope die Inquisition wieder ausgerufen hat? Nun ja, Greta kommt ja im Auftrag der Kirche. Mhm. Und wenn die heilige Mutter Kirche, also wenn sie Greta für die richtige Wahl hält, um in Heaven's Hope für Recht und Ordnung zu sorgen. Also... Schon klar. Der druckst aber ganz schön fair rum, aber das, vielleicht findet er das auch gar nicht so gut. Was sehr erstaunlich wäre, aber gut. Ich gehe dann mal. Ich bin dann mal weg. Müllkram. Eine wunderbare, ganz wunderbare Aufgabe. In die Gasse. Talurel, und du darfst gleich zweimal... Ladic. Du hast mir zugesagt, dass die Ware bis heute da ist. Ja, ich weiß auch, was ich dir zugesagt habe, aber mit den neuesten Erlässen von Greta ist das schwierig, sowas Heißes nach Heaven's Hope reinzubekommen. Es dauert länger und kostet mehr Geld. Das war aber nicht unsere Vereinbarung. Ich weiß, aber die Lage ist nun mal, wie sie ist. Und wenn du deinen Kunden gerne erklären möchtest, dass du keine Waren hast... Es ist doch immer wieder schön, mit dir Geschäfte zu machen. Lass mich wissen, wie viel mehr du brauchst. Du hörst von mir. Hallo, Reisender. Schönes Wetter heute, hm? Ja. Ist das so? Was war das denn? Scheint, als würden die irgendwie etwas unsaubere Geschäfte machen. Irgendwie etwas? Ja, scheint so. Und zumal sie jetzt zum Friedhof gegangen ist. Das gucken wir uns gleich an. Jetzt muss ich da wohl reingreifen. Los, voll absolut rein. Absolut widerlich. Moment mal, hier ist so ein seidiges Ding drin. Sieht aus wie das, was Pater Bartholomäus trägt. Vielleicht ist das ein altes Priestergewand vom Pater. Scheint auf jeden Fall aus Seide zu sein. Oh je. Oh nein. Moment, junger Mann. Was, ich? Siehst du hier noch einen jungen Mann? Nein, ich... Und siehst du hier sonst noch jemanden, der in einer dieser Mülltonnen wühlt? Nein. In einer Mülltonne wohlgemerkt, über der ein großes und deutlich lesbares Schild hängt, auf dem groß und breit geschrieben steht, in den Mülltonnen wühlen verboten. Ja, tut mir leid. Es war nur... Unsinn! Es ist immer nur... Es ist aber auch immer nur eine Ausrede. Ich verwarne dich hiermit offiziell. Hier, erinnere dich das nächste Mal daran, bevor du wieder Unsinn anstellst. Der zweite Strafzettel. Sag mal, das Warnhinweis-Ding, das Schild ist doch neu. War das Ding da schon vorher? Vor allen Dingen, Talorel, du hättest ja sagen können, ich bring gerade Müll weg oder so. Ein Schild, auf dem steht, in den Mülltonnen wühlen verboten. Wer würde denn auch in den Mülltonnen wühlen wollen? Ja, du. Oh. Na gut, aber ich habe ja auch einen Grund. Ja, eben. Irgendwie. Du musst jetzt nochmal. Jetzt kommt es auch nicht mehr darauf an. Eben. Absolut ekelhaft. Widerlich. Aber Moment, zwischen der ganzen verrotteten Materie fühle ich etwas Hartes. Oh. Aha! Hier ist die Koffein-Shampoo-Flasche von Bartholomäus. Und werden wir jetzt wieder verwarnt? Oh nein.
Es ist die falsche Flasche. Auf dieser klebt nicht der Schnipsel vom Bauplan. Der Schnipsel des Bauplans muss auf der Flasche sein, die der Bibliothekar Magnus hat. Und dann haben wir ja immer noch diese komische Maus. Jetzt kommt's auch nicht mehr drauf an. Hey, wir dürfen doch mal fühlen. Absolut widerlich. Findest Ansonsten du noch was? Nichts Brauchbares drin. Gut. Na, und hier vielleicht auch nochmal? Jetzt kommt es auch. Absolut widerlich. Ansonsten. Okay, nichts Brauchbares mehr drin. Tja, dann müssen wir jetzt zum Magnus, dem Bibliothekar. Natürlich ist es in der letzten Flasche. Hallo Magnus. Guten Tag, Talorel. Guten Tag. Hast du ein Shampoo von Karim gekauft? Sag mal, hast du vielleicht was von dem Koffeinshampoo von Karim gekauft? Koffeinshampoo? Ich? Warum sollte denn ich etwas von diesem vermeintlichen Wundermittel kaufen, das nebenbei bemerkt überhaupt nicht wirkt? Ja, so eine Scheiße aber auch, ne? Bartholomäus sagte, du benutzt das Shampoo gegen deine Papierflöhe. Bartholomäus hat zu mir gesagt, dass du das Koffeinshampoo gegen deine Papierflöhe benutzt. Ach, das Mittel gegen die Papierflöhe. Natürlich. Ja, davon habe ich etwas gekauft. Ich hätte Interesse an der Flasche. Brauchst du sie noch? In der Tat. Bei dieser lästigen Plage von Papierflöhen muss man hartnäckig bleiben und darf niemals nicht nachlässig werden. Er hat es also doch für die Haare benutzt. kann ich dir vielleicht eine andere Flasche von dem Mittel bringen? Kann ich dir vielleicht als Ersatz eine andere Flasche von dem Mittel bringen? Und dann gibst du mir deine Flasche? Das geht nicht. Ich habe dieses Mittel verfeinert, sodass es besser, besser Papierflöhe vertreibt. Ja, genau. Was hat er denn da reingepackt? Steht die Flasche vielleicht hier irgendwo? Das Koffeinshampoo, das du bei Karim gekauft hast. Ja, was ist damit? Nichts, verdammt. Ich gehe da mal wieder. Steht die hier vielleicht irgendwo? Nee, das ist nur eine Tasse. Oh oh. Wo könnte die nur sein? Das sind die ganzen Bücher. Ach, sag mal, hier oben hatten wir das. Reiseerinnerungen eines sentimentalen Dinosauriers. Band 24. Hey, das klemmt fest. Ich organisiere gerade noch die andere. Okay, Bestandsexemplar, wissen wir. Die Bartsflasche. Und die andere, Bill. Wieso sollte ich das machen? Und jetzt haben wir auch noch einen Seidenstoff, also Mönchskutte oder Kirchengängerkutte. Eine so. Alte Robe aus Seide. Na gut, wenn wir jetzt erstmal nicht an die Flasche kommen, dann gehen wir jetzt mal auf den Friedhof und gucken, ob Madame Nihao, ob sie noch da ist. Die ist ja hier zum Friedhof gegangen. Wenn nicht, besuchen wir sie mal im Shop. Und fragen mal, was da vor sich geht. Ja, sie ist tatsächlich nicht mehr hier. Trauben. Willst du das was? Das klappt so nicht. Was können wir eigentlich mit denen vielleicht so in die Flasche? Wieso sollte ich das machen? Traubenwasser. Wir haben ja auch irgendwie so Färbemittel. Blau jedenfalls. Vielleicht brauchen wir noch lila oder warte mal. Das klappt so nicht. Ah, schade. Ich dachte, vielleicht muss man das einfärben. Wieso sollte ich das machen? Bücher verbrennen. Nein. Wieso sollte ich... Wie kriegen wir den dazu, dass er gut schläft? Strafzettel. Reiche ich ihm einfach. Das klappt so nicht. Schade, vielleicht wird er eingeknastet oder sowas. Dann gehen wir jetzt mal Nihao in ihrem Shop besuchen. Oder erstmal ihn, das ist auch eine Idee. Hallo? Hallo, Reisender. Hallo. Was machst du hier? Ich wollte dich mal fragen, was du hier so machst. Blöde Frage, sieht man doch. Ich trinke Single Malt. Saft. Also er trinkt Saft. Ich geh da mal. Wo hatte sie denn jetzt eigentlich ihren Alkohol her? Vorher, sie hatte das doch mal gesagt. Hallo. Hallo, schöner Mann. Was darf's denn sein? Was gibt's denn? Wie wär's denn mit... Also, oder... Wo hast du bisher immer deinen Alkohol herbekommen? Wo hast du denn bisher immer den Alkohol herbekommen? Bisher hat ihn immer Fladitsch geliefert. Und danach hatte Bill noch einen kleinen Vorrat.
aber der ist jetzt mittlerweile auch erschöpft. Also Bill, ich sag ja, vielleicht hat Bill so eine geheime Schnapsbrennerei in der Scheune oder so. Ich geh dann mal. Ich geh da mal. Und wer ist Vladic? Wer ist Vladic? Bist du Vladic? Ich geh jetzt mal die Hau besuchen. Nihau. Ich komme darauf echt nicht. Das hat sie so gut gesagt. Ach Mensch, ihr Lieben, wir müssen ja auch mal langsam zum Schluss kommen. Wollen wir Nihau das nächste Mal besuchen vielleicht? Das wäre eine ganz gute Idee. Dann hätte ich einen Anhaltspunkt. Dann machen wir das mal so. Ich hoffe, ihr seid dann morgen einfach wieder mit dabei. Und wir gehen dann zu Nihau und gucken, was sie da so verbirgt. Vielleicht sagt sie uns ja was. Bis dann, sage ich. Tschüss, tschüss. Mit Ö. Bis morgen.